Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir einen leckeren Thunfischaufstrich. Dazu holte ich mir im Discounter den neuen Thunfischsalat. Der ist mit Bohne, mit Mais. Natürlich geht auch ganz normaler Thunfisch in Wasser oder Öl. Was ihr dazu braucht? Wir brauchen dazu Salz, Pfeffer, Knoblauch, wenn ihr Knoblauchpulver nehme oder pur. Ich habe jetzt pur genommen. Eine halbe Zwiebel habe ich genommen. Dann Essig und Olivenöl. Und etwas frische Kräuter aus meinem Garten. Dazu gab ich noch etwas Ketchup. Normalerweise 15 Gramm, aber ich habe nur 3 Gramm dazu gegeben, das reicht. Das alles tun wir im Mixtopf verrühren auf Stufe 4 für 15 Sekunden. Dieses Rezept gibt es auch auf dem Monsieur Cuisine Smart. Das ist auch der neue, da läuft auch ein Video von mir. Ja, es schmeckt super lecker. Macht's mal nach. Dann ich sag mal wieder Tschüss, euer Marius. Ciao, ciao.